Oh, hier hängt ein Reh fest. Ja, schlag drauf da! Stopp! Mist. Da ist er. Also mit dem letzten, bessere Waffen. In dem letzten Update haben die Rehe, also ich habe das erste Update, oder ich habe die erste Version noch nie gespielt, jetzt mit dem Update heute sollen die Rehe weniger Lebensenergie haben. Stirb! 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 Herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Game hier bei Let's Multiplay. Wir sind in Savage Lands. Mit dabei ist heute der Experte für Savage Lands, nämlich der Kater. Übertreib's nicht. Ich hab's bloß schon mal angespielt in der ersten Version. Jetzt haben wir das Update erhalten. Ich hoffe, dass jetzt einiges ein bisschen besser funktioniert. Ja, doch, denke ich auch. Also ich bin gespannt. Ich glaube, Experte ist nicht übertrieben. Nein. Komm. Ja. Aber wir werden sehen, ob wir überleben, wie lange wir überleben. Das stimmt. Ich bin gespannt. Mir ist auch noch kein einziges Tier begegnet, noch kein einziger Wolf oder Bär. Kommt noch, glaub mir's. Okay. Aber du hast ganz schön zerlumpte Klamotten an, ne? Wollte ich dir mal so gesagt. Du siehst auch nicht viel besser aus. Wahrscheinlich sehe ich genauso aus wie du, ne? Und wahrscheinlich haben wir auch das typische Problem in der Early Access, es gibt hier wahrscheinlich keine weiblichen Charaktere, ne? Nein, leider noch nicht. Bis jetzt sind sie alle gleich, man kann sich nichts aussuchen irgendwie. Und wenn wir weiter fortgeschritten sind, können wir uns ein paar verschiedene Klamotten machen, um uns auseinanderzuhalten. Aber sonst. Sehr schön. Sonst ist alles. Das wird gleich. Das wird auf jeden Fall lustig, denke ich. Ja, ich sehe schon, du hast schon ein Feuer hier entfacht, also. Das geht jetzt. Das können wir jetzt wieder entfachen. Vorher ging es nicht, da ist es ausgebracht, man musste ein komplett neues bauen. Ja, super. Okay, aber mit dem Update jetzt heute, also heute gab es ein Update und auf die Version 0.02 oder so wahrscheinlich, ne? Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Nicht geguckt, ist das erste Update halt. Sehr schön. Ja, gut finde ich aber auch schon von Anfang an, dass man hier das HUD ausblenden kann, also mit der Taste H bei mir zumindest. Kann ich einfach ein- und ausschalten, hat man ein bisschen besseren Blick. Ich bin Profi, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Schön. Ich drücke erstmal wie wild alle Tasten, um zu gucken, was es überhaupt gibt. Ja. Wir haben auch schon, genau, Waffen haben wir schon gefunden. Jeder für sich so irgendwie. Und es gibt hier so eine Survival-Checkliste, die wir benutzen können. So, Final Weapon habe ich schon gemacht, okay. Collect, also 4 Kleiderstücke habe ich auch schon. Review. Zur Bandage machen, musst du die. Zur Bandage machen. Okay, das mache ich wahrscheinlich mit der Taste K, ne? Ja, geh ins Crafting-Menü. Ja. Und dann hast du oben, wo der kleine Sack ist, Basic Bandages. Ah. Und die tust du craften, dann gehst du einfach auf Craft. Ja, habe ich gemacht, super. Das hat schon geklappt. Okay, jetzt kann ich diese Forest Fern Bandage. Ich hoffe, du hast sie nicht alle gemacht. Nein, ich habe nur 6 Stück gemacht. Weil man kann sich nämlich noch eine Fackel herstellen. Das mache ich nämlich auch gleich mal. So. Ja. Haben wir hier eine schöne Fackel. Oh. Die wir aber nicht verschwenden wollen. Nee. Deswegen machen wir sie aus. Tue ich sie gleich mal wieder von der Hand weg, raus in mein Inventar ziehen. So. Oh, sie ist verschwunden in dir. Ist in mir verschwunden. Ah, ah, ist mir heiß. Ja. Ja. Und das Feuer ist auch ein Tick größer als wir eigentlich. Ne? Also wenn ich mir das so angucke hier, also ist schon ein bisschen größeres Lagerfeuerchen. Oh, tut das nicht weh? Nö, noch nicht. Vielleicht bauen sie es noch ein. Ah! Doch, natürlich tut das weh. Ja? Ich hab 67% Lebensenergie nur noch jetzt. Ach so! Schau einfach. Da warst du zu lang drin. Ja, Mist, ey. Okay, ich hab 90%, ich hab auch 10 eingebüßt. Knusprig geröstet. Aber wenn ein Avatar nicht schreit, denkt man immer, es tut ihm nicht weh. Richtig, stimmt. So, ja, wir sind alle noch ein bisschen neu hier. Ja. Ach, du hast da schon die blauen Bandagen gemacht, die Frost? Ja, habe ich schon. Ich leg die mir auch gerade mal an. Viele Lebenspunkte gehen jetzt zurück. 77 und jetzt habe ich 87. Okay, also 10%. Ist einfach, weil es dann geht dein roter Balken auch hoch, deine Lebensenergie. Ich habe nichts mehr zu essen. Was? Nö, ich habe nichts mehr. Hast schon alles aufgefressen? Ja, ich habe Hunger. Ja, warte, ich kriegst ein bisschen Fleisch. Oh. Yeah. So, erstmal essen. Ich habe noch 2 Äpfel, wir werden da unterwegs noch was finden. Sehr gut. Jetzt habe ich 99% und... Also wir haben hier oben... Im linken Bereich jetzt hier für euch zu sehen, liebe Zuschauer, wir haben oben den blauen Balken ist die Ausdauer, ne? Nein, da wird ja kalt. Ah, die Kälte, okay.
Das ist Frost, da erfrierst du, wenn der Bauerbalken immer weniger wird. 100%. Gehst ans Feuer, da geht er wieder hoch. Ah, super, okay. Ja gut, 100%. Mhm. Ich stand ja auch gerade mitten im Feuer. von daher ist es wahrscheinlich nicht ganz ungewöhnlich, dass mir jetzt heiß ist. Genau, darunter kommt dann die Lebensenergie. Und noch ein weiter drunter haben wir dann den Magen, also den Mageninhalt sozusagen. Ja. Wie viel Hunger wir haben mit der gelben Balken. Sehr schön. Genau. Ja. So, jetzt esse ich nochmal das Stück Fleisch, damit ich dann wieder alles fast voll habe zumindest. So, und du hast ja schon mal irgendwie ein bisschen gespielt. Ich habe jetzt auch zwei Äxte, sehe ich gerade. Aber das macht ja nichts. Ja, jetzt habe ich wieder zwei Äxte. Komischerweise, woher auch immer ich diese zweite Axt jetzt bekommen habe. Ja, weiß ich. Ja. Also, ich habe so noch einen Hammer gefunden. Okay. Wir können ja hier auch Erze abbauen. Da muss man dann einfach zu einem schönen großen Stein hingehen, sich eine schöne Stelle draus suchen und drauf rumklopfen. Und dann kriegt man minderwertiges Eisenerz oder mittelmäßiges Eisenerz. Und daraus kann man sich dann Rüstungsteile oder andere Waffen herstellen. Ah, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Und es gibt hier, es gibt hier nicht nur Tiere als zum Feind, sondern auch irgendwie andere Wesen, ne? Skelette, okay. Mal was Neues. Oh. Nicht immer nur. Vor meiner Nase ist gerade ein Stück Fleisch wieder gespawnt. Ich finde das schön. Oh. Das ist echt praktisch, ja. So, ich ja, du hast einen relativ schnellen Spawn hier manchmal. Okay, das ist cool. Ist eigentlich ganz gut. Ich sammle mal gerade ein bisschen Holz hier ein. Ja, das hilft jetzt aber nichts, dich hier voll zu kochen mit dem ganzen Holz. Das so. Inventar ist sehr schnell voll. Okay. Wir müssen uns erstmal eine Stelle suchen, wo wir ein Weilchen bleiben. Wollen, können. Ja. Das und heißt, wo wir dann unser Zeug lagern. Okay, warum, also am Meer ist es doof, oder? Langweilig. Okay. Man findet nicht viel. Dann ich kann bloß hoffen, dass die jetzt nicht zu viel an der Karte geändert haben, dass ich das Dorf wiederfinde, am Drachenturm, sag ich mal. Okay, da bin ich mal gespannt. Argo, oder wie ich das genannt hat, da oben. Ja, gucken wir mal. Ich folge dir einfach unauffällig. Ganz unauffällig. Ja, folge mir mal unauffällig. Ich hoffe, dass ich das wiederfinde. Oh, ich bin da zuversichtlich. Ist bei dir auch Nebel? Also bei mir schneit es. Ja, nicht. Ja. Okay. Alter, den Drachen höre ich schon mal. Es gibt einen Drachen? Ja. Ach du Scheiße. hat bis jetzt noch nie angegriffen. Das scheint bloß ein Statist zu sein. Okay. Oh, ich höre ihn glaube ich auch schon, oder? Ja, der schreit so in der Ferne rum. Wenn jetzt kein Nebel wäre, könnte man diesen Drachenturm höchstwahrscheinlich schon sehen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja, das sind ja hier. Also wie gesagt, ich bin ja ganz unten. Also das. Und halt die Augen auf nach Wölfen und Skeletten. Okay. Oh, warte mal, hier ist. Was ist das hier? Ein Reh, ne? Nee. Ja, versuch's, aber die sind relativ schnell. Die waren echt schnell, ja, die waren schnell weg. Komm, wir gehen erst einmal hoch in den. Wo bist du denn? Ach da. Oh, hier hängt ein Reh fest. Ja, schlag drauf da! Stopp! Mist. Scheiße. Also mit dem letzten. Bessere Waffen. In dem letzten Update haben die. Rehe, also ich habe das erste Update, oder ich habe die erste Version ja noch nie gespielt. Jetzt mit dem Update heute sollen die Rehe weniger Lebensenergie haben. Stirb! Stirb! Ja, aber. Stirb! Du überlegst, wie oft man vorher die Tiere treffen musste. Also ich schätze mal, jetzt müsstest du immer noch viermal treffen. Ja. Komm mal mit, wir gehen erst mal ins Dorf. Da ist ein Turm. Ich sehe einen Turm. Ha. Und das Schöne ist, Wölfe sind einfacher zu erlegen, weil die hauen nicht ab vor dir. Super, das sind tolle Aussichten. So, aber wo ist das Dorf? Aber es ist auch von der Grafik her schon richtig schön gemacht, finde ich. Also, das ist. Soll das Unity 5 sein, glaube ich? Ach, die Unity. Okay, ja, das ist es nicht sogar auf der. Oh, weiß ich nicht. Das kann gut sein. So, jetzt sind wir jetzt nämlich fast am Turm und theoretisch hätten wir schon in das Dorf kommen müssen. Oh, vielleicht sind wir von einer Seite reingekommen oder so. Ja, warte mal. Ja, also es gibt leider noch keine Karte. Nein, leider keine Map. Aber dafür haben wir den Carter. Ja, schön. Und das Gute ist, es ist anscheinend alles Persistence. Also das heißt, wenn wir die Sachen, die man sammelt, kann man auf andere Server mitnehmen. Das hatten wir doch gerade vorhin festgestellt, ne? Ja. Ja. Charaktere, die du dir anlegen kannst, die behalten ihre Sachen, sofern sie nicht sterben. Das öffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten für Cheater. Davon mal abgesehen. Also, aber grundsätzlich. Ja. Also ich meine, du kannst sehr theoretisch mit deinem Charakter alle möglichen Sachen reinschieben und dann halt auf die Server drücken. Richtig, ja. Ducken funktioniert noch nicht, ne? Das hatte ich jetzt richtig gesehen, oder? Ducken. Ich guck mal eben gerade in den Options, mein Key Configuration. Ja, warte mal, irgendwie könnte man sich doch ducken. Jump, Sprint, Slow Walk, Attack, Block, Inventory.
Low-Walk heißt der. Langsamer Low-Walk. Laufen. Ja, aber es gibt keine... Dürfte wohl den Effekt haben. Meinst du? Warte. Ja. Action Activate, warte mal, wo habe ich Slow-Walk? Left Control, okay. Gucken wir mal. Nein, da gibt's. Mal noch die Frostpflanzen hier oben vom Turm. Ja. Ist da der Drache auf dem Turm drauf? Nee, ne? Ja, der sitzt meistens da oben in so, sieht aus wie eine Schale. Ich guck mal, kann man hier hochlaufen? Man kommt leider nicht in den Turm rein. Ach so. Ach schade, ja, ich sehe schon gerade. Ja, ich hätte mich schon gerne mal vom Drachen beißen lassen. Ich habe es schon ausprobiert, aber. Aber ich sehe ihn da oben auch nicht sitzen. Schade. Da wollt ihr nicht mitspielen. So. Ah ja, bleib mal auf der Seite gleich. Ja. Warte mal, jetzt haben wir den. Der große Felsen müsste jetzt rechts sein. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Da ist der eine Turm. Hier einen großen Felsen. Ja, da. So, mal hier runter. Okay. Mal in die Richtung. Ich folge dir. I follow. Ah, schon wieder. Gesangswahn hier heute Abend. Oh. Ja, ich sehe das Dorf. Sehr gut. Was gibt's in dem Dorf? Skelette. Unterschlupf. Unterschlupf. Sicherheit. Oh, das ist gut. Lagerplatz. Okay. Man kann jetzt aber hier noch keine Gebäude oder sowas craften, ne? Das eine, doch, kann man. Okay. Natürlich. Crafting-System ähnlich wie bei Forest. Wenn wir dann in Ruhe unseren Unterschlupf gefunden haben, kannst du dir deinen Journal mal genau angucken. Ja. Da wirst du das entdecken. Cool. So, bist du hinter mir eigentlich noch? Ja, ich bin hinter dir. Ja, ich bin dicht dran. Oh, warte, ich. Oder sagen, wir gehen gleich hier rein, weil hier nebenan war nämlich gleich die Forge. Ja, da ist unsere Schmiede. Cool. Warte. So. So. Oh, hier kann ich rein. Einen menschlichen Knochen gefunden und einen menschlichen Schädel. Den ersten Hammer. Was? Wir brauchen 3 menschliche Schädel und einen Woodstick. Dann können wir uns unseren Spawnpunkt setzen. Ah, 3 menschliche Schädel. Aber hier liegen doch ganz viele menschliche Schädel. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ja, die meisten sind Dekorationen. So, jetzt gehe ich mal hier in die Hütte rein und mach mal mein Inventar ein bisschen leer. Ja, das heißt also, hier wird unser temporärer Unterschlupf sein. Wir könnten gleich mal die Pflanzen mal raushalten hier. Ist ja auch Edel richtig, raushalten. Wenn ich Steine droppe, dann droppe ich nicht 5 Steine, sondern es ist ein Stein. Hä? Ich habe 5 Steine, ne? Ja. Und drop den Stein, wenn ich ihn aufheben will, ist es nur noch einer. Ne, jetzt habe ich wieder 5. Jetzt hast du meine 5 aufgenommen. Oh, Entschuldigung. Ich hab auch schon welche. Nee, das ist doch scheißegal. Wir haben alles hier hin, was wir erstmal nicht brauchen. Okay. Das Zeug verschwindet nicht. Okay. So, warte mal, Campfire wollte ich erstellen, aber da fehlt mir, glaube ich, noch was. Ach, da sind meine 5. Journal öffnen, auf den Hammer gehen, Campfire, Bild. Machen nämlich gleich hier vor der Tür her. Dann wärmt das nämlich ein bisschen durch die Tür noch durch. Ja. Also die Woodlocks schmeiß ich erstmal auch auf den Boden rauf, ne? So. Ja, die kannst du gleich ins Campfire hauen, da brauche ich 3 Stück. Achso. Und dann brennt das nämlich schön. Hier vor der Tür gleich. Da fehlen noch 3 Woodlocks. So. Ja, schön. Brennt. Sehr gut. Ja, okay. Ich habe einen Survival-Task beendet. Haha. Sehr schön. Jetzt muss ich nur auf 2. Ach ja, Bild a Campfire. Ja, das heißt, du es beendet, ich nicht. Okay, macht nichts. Jetzt suchen wir mal die Gebäude ab, ob wir noch was finden hier. Ja. Ja, das ist gut. Das heißt, wenn du ein Totem baust, muss ich aber trotzdem selber auch noch eins bauen, ne? Das kann sein. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir werden sehen, ob es bei dir funktioniert. Hier war gerade so eine hässliche, selbstgebastelte Axt. Hier liegt der Hammer. Oh. Hier, dass du auch einen Hammer hast. Yeah, ich hab einen Hammer. Juhu. Ja, Hammer klingt auch wie ein Schwert, wenn du ihn ziehst. Okay, komm, hier, zieh da was an. Was, wo, wie? Da können wir uns auseinanderhalten, Rechtecke. Ah, da. Wie kann ich es anlegen? Indem du das im Inventarmenü auf deinen Charakter drauf ziehst. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt sehe ich auch ein bisschen anders aus. Ich gucke zwar die ganze Zeit auf den Boden, wie so ein Bekloppter, aber. Macht nichts. Nö. Was ein Platz zwischen den Beinen. Okay. So. Du hast jetzt auch was an. Diese Klamotten, die kann man sich anziehen. Ja. Du hast immer Probleme mit Essen hier. Warte mal, ich nehme mal den Innenapfel hier. Da sind noch ein Apfel und ein paar Beeren. Cool. Ja, ich muss auch dringend was essen, sehe ich gerade. Ja, dann hau rein. 34%. Au. Ich hau mir die Tür vor die Nase hier.
Guck mal. Hier habe ich auch noch was für mich, noch ein bisschen Fleisch. Ah, Wolf! Ah! Hau ihn, hau ihn! Warte, wo ist er denn? Hinter dir her! Was? Wo? Nee, was reißt er vor mir aus! Warte, ich muss mal in die andere Richtung gehen. Ich hab ihn. Oh, doch nicht. Hier gesagt, ah, ich hab ihn besiegt, aber. So, stirb! 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 Ja, Alter. Ja, so. Soll ich Loot Corps machen, ja, ne? Lootest du oder so? Guck erstmal nach, nicht, dass du ausläufst. Shit. Bleeding. Starving, Poison, Disease, aber ich glaube. Ne, das würde dann unter deinen drei Balken würde Bleeding stehen, wenn du bluten würdest. Unter meinen drei Balken? Nein, das steht da nicht. Nein. Wie ist der Hund weg? Weil ich den gelootet habe gerade. Hast du ihn ausgenommen? Anscheinend schon, ja. Dann guck mal in dein Inventar, ob du, ja, du Fleisch, Fell und eine Strippe eventuell. Ne, ich habe nur so eine Strippe. Sinew. Und einmal Fleisch habe ich. Raw Wolf Meat. Kein Wolfsfell? Nein. Oder? Normalerweise blieben die Wölfe immer ewig liegen, ist abgehauen. Konnte man die ewig looten. Okay. Wundert mich jetzt. Nee, leider nicht. Was hast du jetzt ausgezogen? Basic Clothing. Das sind die Standardklamotten, die ich hier. Die kann man ins Lager hauen, das war doch schade drum. Ja, stimmt. Wenn wir mal richtig in den Kampf kommen, sind wir doch eh nackt, eventuell. Brauchen wir die denn? Stimmt. Ja, yeah, wenn die ersten Wolf besiegt. Sehr gut. Hässliche Keule. Okay. Ach, schade. Da. Ich sehe da oben keinen Drachen sitzen. Mist. Da kommt schon noch. Ja. Aber die scheinen ja auch den Drachen anzubieten, auch wenn der Drachen irgendwie nur einen Flügel hat. Ah, noch ein Hammer. Den anderen Flügel hat er bestimmt verloren. Was? Oh, wir haben Besuch. Oh, ein Skelett. Cool. Ich hau dir die Beine weg. Ganz schön abgemagert. Oh, das ist dann unser zweiter Schädel. Nice. Dann lootest du den jetzt, ne? Okay. Mach mal ruhig dann. Dann hast du gar nicht, ich bin voll. Oh. Soll ich den looten? Warte mal. Nee, warten. Nicht, dass er verschwindet. Erstmal das Zeug wegschmeißen, hier das hier. Da haben wir hier noch Knochenmehl. So, ich hab das. Ich hab ihn. Wisst ihr? Weg ist er. Ja. Gut, und die anderen Sachen liegen jetzt hier. Da schaffe ich erstmal das Zeug rein hier. Ja. So. So, sehr gut. Mach mal in die Ecke hauen hier. Ein bisschen aufwärmen hier, nochmal schnell was essen. Und ich kann jetzt in das Campfire mit K, kann ich jetzt auch was reinpacken, ne? Ja, Fleisch oder so, ne? Nee. Mit K, stell dich einfach davor, dich vor das Campfire davor, geh ins Crafting-Menü und geh auf die, sagen wir mal, Futterseite. Ja. Ah, guckt Wolfmeal, okay. Genau, guck Wolfmeal, das wählst du an, wenn du das Wolfmeal in deinem Inventar hast, dann guckt der das. Ah. Captain Cook. So, jetzt habe ich das anscheinend fertig gebraten. Jetzt kann ich es mal essen hier. Zack. Nom 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 nom. Und meine Lebensenergie geht nach oben. Sehr schön. Und Hinweis, ich merke gerade, es wird langsam dunkel. Ja. Die Nacht ist gefährlich. Okay. Da werden sie alle stärker. Oh. Ja, das ist. Ich hab bin meistens nachts gestorben. Ja, ich hast du noch in Woodlock? Woodlock. Warte mal. Ja, ich habe noch zwei Stück. Ich tue mal hier so, warte mal, wo ist mein Journal? Wenn wir hier so ein Effetis, so ein Rückkehrungspunkt irgendwo hinstellen vor der Türe hier. Lass mich mal durch! Mein Gott, bist du dick! Entschuldigung. Stellen wir gleich mal hierher. So, man kann auch da auf den Boden alles hinschmeißen, okay. Soll ich hier mal das. Ich leg das Seil hier mal hin, was wir da rausgezogen haben. Seile sind wichtig, die sind sehr begehrt, die brauchen wir eher für. Wir können jetzt noch Rucksäcke und Taschen mit mehr Speicherkapazität. Ah, okay. Wenn wir uns craften. Sehr gut. Wie lange dauert hier so eine Nacht? Ziemlich lange. Ich habe jetzt noch nicht auf die Uhr geguckt, aber länger als bei 7 Days. Oh, okay. Ja. 2 von 3 Schädeln. In Woodlock könntest du mal noch dranhauen und das FET, wenn du ihn hast. Habe ich ihn in der Hütte reingelegt. Ach so, gut. Aber ich kann ja noch mal Holz. Wir könnten sowieso noch Holz machen fürs Lagerfeuer. Ja, mach ich mal eben. Ich hämmer mal hier ein paar Bäume ab. Ach, ich komm gleich mal mit.